In unseren Versuchen überlebten immer 100% der Mäuse hohe Dosen einer Chemotherapie, wenn sie fasteten. Und 100% starben, wenn sie sich normal ernährten. Willkommen zu Tag 7. Sechster Vlog müsste das jetzt sein. Ist ja immer ein Tag zeitversetzt, weil ich am ersten Tag keinen Vlog gedreht habe. Es war eine sehr, sehr intensive Nacht. Warum war es intensiv? Also, meine Augen waren komplett zugeklebt. Ich bin Nacht mehrmals aufgewacht, die waren immer sehr zugeklebt. Meine Nasenschleimhäute waren ja komplett zusammen, also so voll ausgetrocknet oder fest. Das heißt, ich habe keine richtige Luft mehr bekommen durch die Nase. Und als ich heute früh beim nach dem Aufstehen meine Zunge sauber gemacht habe mit so einem Zungenschaber. Das mache ich ja schon seit, weiß nicht, 2-3 Jahren, jeden Morgen. Also da war sowas, was ich noch nie gesehen habe. Da war ich auch wieder etwas schockiert. Und zwar macht man die Zunge ja so sauber, beziehungsweise guckt man sich die Zunge erstmal an. Und ich hatte wirklich einen dunkelbraunen bis schwarzen Belag da drauf. Also wirklich, dunkelbraun bis schwarz. Das steht auch immer dafür, dass gerade sozusagen viel los ist, viel arbeitet im Körper. Auch diese Schleimhautgeschichten, also auch mit den Augen und mit der Nase. Ist bei mir war in der Vergangenheit häufig so, dass die immer angeschwollen sind, wenn irgendwas sehr viel gearbeitet hat in mir drin. Deswegen ja, ist das für mich sehr positiv zu deuten. Ich bin nicht der Fan, alles als Entgiftungsreaktion oder Heilreaktion abzustempeln. Das wird häufig in der Rohkostszene so gemacht. Da gibt es den einen oder anderen Spezialisten, der ja, seine Mängel als Heilkrise betitelt. Aber ich würde jetzt bei mir vermuten, dass das so in die Richtung ging. Jetzt geht es mir wieder sehr gut, später mehr dazu. So, hier werden gerade legendäre Szenen abgedreht. Der Kollege mit der Klopapierrolle in der Hand hat da ein paar wilde Ideen im Kopf. Wird gerade auf Hochtouren produziert. Der Star-Regisseur ist auch mit dabei. Deswegen sieht es hier noch etwas unaufgeräumt aus. Bis jetzt gab es immer noch keinen Saft. Wie spät haben wir es? Schon 11.34 Uhr ohne Saft, aber jetzt gibt es gleich den ersten Saft. Der Behälter ist auf jeden Fall auch ziemlich stylisch und das Ganze wird jetzt umgefüllt. Dazu gibt es noch einen Schuss Ingwer-Lemongrasöl. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig geil und auch durch den Ingwer nochmal eine sehr wärmende Wirkung. Kollege und ich drehen gerade einen kleinen Film für meinen Kanal. Wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Einige legendäre Szenen wurden bereits aufgenommen. Ansonsten ja, werde ich mich jetzt noch ein bisschen bewegen. Ein bisschen laufen gehen und dann sehen wir uns gleich wieder im Bioladen. Leider habe ich meine Schlittschuhe nicht dabei, weil hier der Kanal ist komplett gefroren. Müsste man eigentlich erkennen. Ja, Pech gehabt. Hier sind natürlich einige Superfoods am Start. Ich habe auch gleich mal zugeschlagen. Und zwar hier Urkarotten bzw. Purple Haze, Fenchel, Brokkoli und Wurzelpetersilie. Biolan ist zwar etwas günstiger, aber dafür sind halt auch viel weniger Schadstoffe drin, viel mehr Vitalstoffe, also mehr sekundäre Pflanzenstoffe, mehr Vitamine, mehr Mineralien und so weiter. Man sollte halt überlegen, wie man sein Geld investiert und meiner Meinung nach ist Investition in die eigene Gesundheit, in den eigenen Körper mit die wichtigste Investition. So, damit wird jetzt direkt der nächste Saft zubereitet. Das hier war natürlich keine Wurzelpetersilie, sondern Pastinake. Das hatte ich verwechselt. Und was ich auch nicht gezeigt hatte, war frische Kurkuma-Wurzel. Kriegt man auch nicht immer, aber ist natürlich besser als das Pulver, als das Gewürz, wenn es frisch ist. Und hier das Besondere an diesen gefärbten Karotten ist halt, dass sie viel mehr ja, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, viel mehr Polyphenole. Ich glaube auch mehr Beta-Carotin und dementsprechend vom gesundheitlichen Wert hochwertiger sind.
Ich habe auch noch etwas frische Kurkuma-Wurzel in den Saft mit reingemixt oder reingepresst, eher gesagt. Und das ist immer wichtig, dass man ja ein bisschen schwarzen Pfeffer mit reinmacht, muss nicht viel sein, aber das steigert die Wirksamkeit von dem Kurkuma bzw. Kurkumin um das 20-fache, also um 2000%. Deswegen immer eine kleine Prise Pfeffer, es muss nicht viel sein. Es kann auch ruhig Verhältnis 1 zu 100 sein, also Pfeffer zu Kurkuma. Aber das steigert die Wirkung extrem. Und was noch die Wirkung verbessert, ist halt, wenn es mit Fett zusammen aufgenommen wird. Ich habe jetzt halt wieder Hanföl reingemacht und lasse es mir jetzt schmecken. Ach so, und noch eine Sache. Ich habe mir noch so einen, ja, sowas Kakaoartiges gemacht. Und zwar habe ich einfach Kakaopulver genommen, dann Stevia-Pulver, aus ganzen Blättern, gemahlenes Pulver und ein bisschen Kardamom. Und das schmeckt auch richtig, richtig lecker. Weiter geht's mit einem sehr, sehr spannenden Experiment. Und zwar hat der Walter Longhi, ein Wissenschaftler, der das Fasten sehr, sehr tief untersucht hat, wollte herausfinden, wie sich das Fasten auswirkt auf extrem hohe Belastungen mit Toxin bzw. mit Medikamenten. Und zwar hat er Mäuse mit der 3- bis 5-fachen Höchstdosis Chemotherapeutika für den Menschen, also im Vergleich auf den Menschen, ausgesetzt. Hat eine Gruppe fasten lassen und die andere Gruppe normal weiter essen lassen. Und wie die Ergebnisse sind, das siehst du gleich. Leider kann ich euch das Video nicht zeigen wegen Urheberrechtszwecken. Aber ich kann nur sagen, dass das Ergebnis war, dass die Mäuse, die gefastet haben in der Zeit, dass die sich die ganze Zeit bewegt haben, umhergelaufen sind, keinerlei Probleme hatten, mental und auch physisch. Und dass die Mäuse, die normal weitergegessen haben, ja, extreme körperliche und mentale Probleme hatten. Also die haben sich nicht mehr bewegt, das Gehirn wurde stark angegriffen, die Leber wurde stark angegriffen und so weiter. Und das ist natürlich, ja, sind schon heftige Erkenntnisse. Natürlich bin ich jetzt nicht generell für das Durchführen von Tierversuchen, aber trotzdem, das wurde so durchgeführt und die Erkenntnisse sind schon sehr heftig. Gerade hatte ich wieder ein richtig cooles Meeting mit den Leuten, die sich meinen Kurs geholt haben. Da machen wir einmal wöchentlich so Zoom-Meetings, wo wir das Ganze, wo die alle ihre Fragen stellen können, die noch offen sind, beziehungsweise wo man noch individueller eingehen kann. Und die Sachen werden immer aufgezeichnet, dann noch hochgeladen auf die Online-Plattform, so dass dann auch die anderen darauf Zugriff haben. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt. Jetzt habe ich aber schon Stoßschuhe an. Ja. Gestern oder vorgestern haben wir das erste Mal so einen grünen Saft gemacht, nahe Fasten, muss ich sagen. Mhm. Und das war eine richtige Offenbarung. Das war vom Geschmack, meinst du? Vom Geschmack, ja. Das war Spinat haben wir gemacht. Das war eine Offenbarung. Ja, also diese Meetings sind immer sehr, sehr cool für die Leute. Für mich natürlich auch. Das lädt mich sehr auf, weil ich den Leuten weiterhelfen kann. Ja, macht halt immer richtig Spaß und die Leute machen Fortschritte. Die Fortschritte zu beobachten, ist natürlich super. So, jetzt setze ich im Instant Pot eine kleine Gemüsebrühe an, beziehungsweise es ist eher eine Gewürzbrühe. Ich habe reichlich Knoblauch drin, Ingwer und ein paar rote Zwiebeln. Dazu mache ich noch Rosmarin rein und Lorbeerblätter und ein paar andere Gewürze. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Ergänzung zu den ganzen Säften. So, dritte Runde Terpentin. Diesmal mit einer anderen Komponente und zwar mit Xylit. Bitte nicht das Xylit nehmen aus genveränderten Mais, sondern aus Birken. Das hier ist noch eine alte Packung, also nicht wundern. Genau, was nimmt man ungefähr? Man nimmt so einen gehäuften Teelöffel davon. Ich habe den jetzt auf dem Esslöffel gemacht. Zeige ich euch gleich nochmal. Dann, ja, so einen Dreiviertel Teelöffel oder Teelöffel Terpentin. Können auch ein bisschen mehr sein. So, dann sieht das Ganze so aus. Sieht man ja, dass das der Zucker oder Xylit ein bisschen befeuchtet wurde. Und dann lässt man sich das Ganze schmecken. Schmeckt wie so ein Mentholbonbon. Um abends noch ein bisschen runterzufahren, gönne ich mir jetzt ein Bad im Toten Meerbadesalz. Für die entspannte Atmosphäre ist natürlich gesorgt. Salzlampe ist wieder am Start und natürlich auch wieder die ätherischen Öle zur Entspannung. Direkt neben dem Destilliergerät, später vielleicht mehr dazu, Thema Wasser oder Destilliergerät. Und ich werde mir jetzt ein bisschen Ruhe gönnen,
Bis dann. Ein weiterer sehr, sehr spannender und sehr ereignisreicher Tag ist vergangen. 7. Tag Fasten erfolgreich abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, je länger das Ganze geht, desto mehr Energie, desto mehr Klarheit, desto besser geht es mir. Also wir haben es jetzt schon 24 Uhr gleich. Ich bin etwas zu spät dran, also viel zu spät. Normalerweise sollte man so vor 22 Uhr schon schlafen gehen, damit quasi ja, im Vormittagsschlaf die ganzen Regenerationsprozesse am optimalsten schon einsetzen können oder am effektivsten einsetzen können. Habe ich jetzt leider verpasst. Ich war aber, wie gesagt, noch sehr, sehr wach, hatte sehr viel Energie. Habe mir noch ein paar Sachen angeschaut. Außerdem habe ich noch mit einem Kumpel an einem kleinen Projekt sehr, sehr viel gearbeitet. Da waren wir auch einige Stunden unterwegs, auch draußen habt ihr mitbekommen. Da wird auch noch einiges auf euch zukommen. Ansonsten ist jetzt erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Vlog. Bleibt gesund, haut rein und happy fasting. Ciao.